So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir den Sandtempel abgeschlossen, im Sinne von den Endboss besiegt. Und jetzt haben wir die ganzen Sequenzen noch vor uns. Das ist das letzte reguläre Herzcontainerstück. Ab jetzt gibt es nur noch Herzcontainer über die Dinger. Ja, und jetzt, wie gesagt, ihr wisst, was jetzt kommt. Erstmal sammeln wir. Okay, ich sammle erstmal ein paar Pfeile ein. Wir haben so viele Pfeile jetzt verschossen durch diese ganzen Kämpfe. Krieg ich hier noch mehr Pfeile? Na, das war's wohl. Na, das war's wohl. Na, das war ja spannend. Okay, ja, und die ganzen Sequenzen, die jetzt noch kommen. Im Grunde kennen wir sie. Na, es ist ja immer sehr ähnlich von Tempel zu Tempel. Aber auch den von Rio müssen wir uns natürlich angucken. Let's also go. Ich lege meinen Controller weg. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang nichts mehr zu tun, außer zu reden. Oh, okay, ist vielleicht nicht so gut, den Controller auf den Tisch zu legen, der Riju, macht komische Geräusche. durch deren Adern mein Blut fließt, Okay, Ritschu sei ist die richtige gegrüßt. Aussprache. Diese Stimme. Warst du es, die immer zu uns sprach? Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Gerudo-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Donners. Wie du kämpfst, wie du den Blitz lenken kannst. Wahrlich, du bist meine Erbin. Eine Zier für den Stamm der Gerudo. Das den Sandsturm erzeugende Ungetüm war ein Vasall des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du berührt hast, dem Mysterienstein. Dämonen? Mysterien? Sei ganz unbesorgt. Schon bald wirst du dies alles begreifen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Die haben wir noch nie gehört, diese Geschichte. Und die Szene dazu haben wir auch noch nie gesehen. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Königreich Hyrule war eben erst gegründet worden. Es trat ein Schurke in Erscheinung, der unschuldige Angriff und das junge Reich zu zerstören trachtete. Man nannte ihn den Dämonenkönig. Er war der Häuptling der Gerudo gewesen, bevor seine Gier nach Macht ihn in ein Monster verwandelte. Doch er stieß auf Widerstand. Rauru, der erste König von Hyrule, sowie die sechs Weisen stellten sich ihm entgegen. Rauru gab uns die Mysteriensteine, auf das wir im Kampf gegen den Dämonenkönig bestehen könnten. Kostbare Artefakte, welche die Fähigkeiten ihres Besitzers um ein Vielfaches verstärken. Als Weise des Donners zog ich in den Kampf, ausgestattet mit meinem Mysterienstein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Meine Blitzschläge ließen ihn unversehrt. Er schien sie kaum zu bemerken. Schließlich erkannte Rauru, dass wir nicht imstande sein würden, den Dämonenkönig zu bezwingen. Er entschied sich, sein eigenes Leben zu opfern, um den Unhold zu versiegeln und den Krieg so zu beenden. Das war der Versiegelungskrieg. Das war das vierte Mal, dass wir es gehört haben. Nicht lange danach trat eine von uns, die Weise der Zeit, vor mich und erlegte uns Gerudo eine heilige Pflicht auf. Das Siegel des Dämonenkönigs wird dereinst brechen und er wird erwachen. Wenn es soweit ist, dann muss mein Ritter, dann muss Link die Stärke besitzen, ihn aufzuhalten.
Also bitte, gewährt ihm die Hilfe der Gerudo. Die Macht über Blitz und Donner. Dann wird er stark genug sein. Von diesem Augenblick an stand unsere Aufgabe fest. Die Vernichtung des Dämonenkönigs ist unser sehnlichster Wunsch. Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Wir werden unserer Pflicht nachkommen. Wenn der Dämonenkönig erwacht, wird eine von uns Gerudo als Weise des Donners zurückkehren. Ich gelobe, dass sie an der Seite des Ritters Link in den Kampf ziehen wird. Dies ist alles, was ich euch vom Versiegelungskrieg und der Bestimmung unseres Volkes zu berichten habe. Euer Mut hat die Stadt der Gerudo errettet. Doch die Wiedergeburt des Dämonenkönigs steht kurz bevor. Riju, geliebte Nachfahrin, nimm meinen Mysterienstein und erfülle das Versprechen, das ich einst der Weisen der Zeit gab. Streite an der Seite des Ritters Link, so wie ich es damals gelobt habe. Ja, haben wir das auch geschafft. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Oh. Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Oh. Grandios! Der Dämonenkönig kann sich schon mal auf was gefasst machen. Mysterienstein, ich fordere mein Schicksal ein! Aber im Kampf wird diese Fähigkeit sicherlich ziemlich cool sein. Link, reich mir deine Hand. Vom heutigen Tag an werde ich, Riju, als Weise des Donners mit dir sein. Empfange nun den Beweis meiner Treue! Alrighty. Alrighty. Da haben wir's. Ordentlich Essen verbraucht in dem Kampf, aber hey. Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Endlich kann ich auch einmal dir von Nutzen sein. Und nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. So sehe ich das auch. Ich habe jetzt wieder nur noch Dialoge zum Lesen wahrscheinlich, ne? Oh.
Ich dachte ja, als ich den Tempel gesehen habe, das geht viel außenrum, na, so, aber dass es innen ist, habe ich nicht gedacht. Es ging überhaupt nicht außenrum. Man konnte nicht mal auf den Tempel drauf. Also vielleicht kann man auf den Tempel drauf, aber keine Ahnung. Link, meinen Dank, dass du mitgeholfen hast, den Stamm vor Unheil zu bewahren. Man berichtet mir, dass mit Auflösung des Sandsturms auch die Gipto-Angriffe ein Ende fanden. Oh. Gewiss wird der Wiederaufbau einige Zeit dauern, doch dank dir können wir endlich wieder an der Oberfläche leben. Im Namen des gesamten Stammes der Gerudo danke ich dir. Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz, Spilla. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen könnte. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weise der Zeit erschien. So wurde sie von meiner Vorfahren bezeichnet und jene Weise sah der Prinzessin zum Verwechseln ähnlich. Diese Ähnlichkeit lässt sich nicht durch Zufall erklären. Eines steht fest, Zeldas Ebenbild wandelt auf Hyrules Boden und Elend folgt ihr auf Schritt und Tritt. Die von uns bekannte Zelda und jene Weise aus der Zeit unserer Vorfahren gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Wenn wir annehmen, dass sie es tatsächlich ist, dann muss die Zelda in der Gegenwart eine andere sein. Und wir müssen herausfinden, um wen es sich handelt. Verzeih, Link, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr durch den Sandsturm oder Gipdos droht, selbst jetzt kann ich Gerudo Stadt nicht arglos den Rücken kehren. Zu vieles ist hier noch zu tun. Doch ich versichere dir, wir alle werden in diesen Gefilden weiterhin Ausschau nach Spuren von Prinzessin Zelda halten. Und auch meine neue Macht als Weiße soll dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. Jo, alles klar. Nummer 4. Abgeschlossen. Oh. Link, du sagtest, du hättest bereits das Dorf der Orni, Goronia und das Dorf der Zoras besucht. Im Spähposten sehnt man sich gewiss nach deinem Bericht, ob du dich vielleicht dorthin begeben solltest. Ja, da geht's jetzt dann final weiter. Aber erstmal... Ja, erstmal führen mich meine Wege tatsächlich noch ein bisschen hier herum. Denn ich bin sicher, die haben auch wieder einen Hinweis auf den Schatz und dann auf den Helm von Rudania, der ja dann ein bisschen Hitzeschutz bieten sollte. Ah, da muss ich wahrscheinlich kurz weggehen, okay. Dann muss ich dafür wahrscheinlich kurz weggehen, ist in Ordnung. So, dann interessiert mich kurz Folgendes. Ja, ihr mit euren Geoglyphen, ich kann da selber. Komm da selber klar. Dann interessiert mich Folgendes. Ist die jetzt immer noch hier? Die ist immer noch hier. Noch ein Monument. Ist die mit der Kugel jetzt immer noch hier? Oder hat die jetzt ihre Kugel liegen lassen? Aha. Dann kann ich die Kugel jetzt bringen. Aber das ist ja kein Monument, ne? Zaba. Nein! Am Ende brauche ich wahrscheinlich dann auch noch 7 solcher Kugeln oder so. Das wäre natürlich kritisch. Aber ich habe jetzt immer halt immer noch nicht das letzte gefunden. Ich weiß nicht, wo das letzte sein soll. Na? Aber das müsste ja trotzdem hier irgendwo dann rumfliegen. Was willst du, Harp? Ich bin beschäftigt. Ah, die will immer noch den Traumwai finden. Okay, die ist gar nicht mehr gut drauf. So, aber das heißt doch jetzt folgendes.
Ist der immer noch eingesperrt eigentlich? Könnt ihr den jetzt nicht freilassen? Oh. Nee, okay. Nö. Ha. Also ich bin halt echt überfragt, wo diese letzte Tafel sein soll. Wir haben echt viel gefunden, aber die letzte Tafel bleibt mir ein Rätselchen. Leider. Oh, warte mal, da oben leuchtet was. Komme ich da hoch? Das, oha, da ist einfach die dritte Kugel. Oh, shit. Am Ende sind die Kugeln auch noch alle hier und ich habe noch lange nicht alle gefunden. Oje, oje. Ich ahne ganz Böses. Ist jetzt Unterricht? Okay, dann kann ich da trotzdem nicht rein. Ah ja, der Unterricht muss hier noch stattfinden. Sonst hätten wir ja gar keine Möglichkeit mehr ins Gefängnis zu kommen. Ja, ja. Ja, ja, so muss das sein. Aber ich... Aber wie gesagt, ich weiß beim besten Willen nicht. Ich nehme an, die Kugeln müssen dann dahin. Also das sieht schon so aus, ne? Von den Formen her und so. Die Kugeln muss man dann dahin bringen. Und wenn alle Kugeln hier sind, dann keine Ahnung, was dann passiert. Aber das ist ja... Also es geht halt nicht weiter, bis ich nicht die letzte Tafel gefunden habe. Das ist so das Hauptproblem gerade. Die letzte Tafel, keine Ahnung, wo die sein soll. Aber auch die letzte, also die nächsten Kugeln finde ich ja leider auch nicht. Nee. Nee, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. So. Ich wollte ja zu Rechu zurück und gucken, ob sie jetzt gesprächiger ist, was den Rudania-Helm angeht. Mann, muss ich mich jetzt einmal porten, dass sie kapiert, dass ich weg war? Was ist das denn hier alles? Oh, Krämerladen, Krämerladen. Ah ja, 3 Millionen Krämerladen. Okay, die sind jetzt wieder umgezogen in ihre normalen Sachen. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. So, dann porten wir uns einmal nach oben und gehen einmal nach unten. Dann kann ich jetzt von hier aus aber auch noch mal gucken, wie jetzt die Wüste aussieht. Jetzt ist ja alles offen. Na? Okay, dann ist der Rauch vielleicht der letzte Kollege, den ich noch retten muss. So, und wir hatten hier in der Richtung irgendwo, hatten wir doch ganz viele so Pilze gesehen. Ich meine, die sind jetzt auch nicht mehr so relevant. Hier ist die Oase, das heißt, das hier kennen wir auch noch nicht. Aber die vielen Pilze, die ich da gesehen habe,
Also die vielen Nester sind jetzt auch verschwunden. Das heißt, da hätte man nur zu dem Zeitpunkt hingekonnt und dann war das also gar nicht wichtig. Auch interessant. Ja, jetzt ist hier alles offen. Das ist schon sehr interessant. Da ist die kleine Schlucht, die man gesehen hat. Von der ich erst dachte, die hält mich auf, was sie nicht getan hat. Das heißt, wir haben auch jetzt mit dem Jägerversteck überhaupt nichts mehr am Hut gehabt. Das ist auch wieder sehr interessant. Dass da nichts war weiter. Ja, okay. So, Riju, hast du mir jetzt was mitzuteilen? Please. Yes. Sehr schön, sie redet jetzt von dem Schatz, wie immer. Nein, ich war noch nicht am Spähposten, ich will was anderes wissen. Ja, die Information hilft mir weiter. Untergrund unter die Lupe genommen. Ein altes Dokument mit folgendem Text gefunden. Die Kämpferinnen mit Schwert in der Hand weisen den Weg zum Schatz unterm Sand. Okay, alles klar. Okay, so. Ja, das ist... Wir wissen, was es ist. Es ist der Rodania-Helm. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die Kämpferinnen mit Schwert in der Hand? Das müssen irgendwelche Statuen sein. Ich weiß noch so grob. Also nur ganz, ganz grob. Wo solche Statuen sein könnten. Aber nicht sicher. Jetzt gucke ich erstmal interessehalber, ob da was eingezeichnet wurde. Oder ob das jetzt eher... Nee, ich glaube, der Punkt ist einfach... Ja, der Punkt ist Riju selbst. Perfekt. Die Kämpferin mit Schwert in der Hand. Ja. Wir porten uns mal gerade wieder nach oben. Und gucken mal, ob wir von da aus die Statuen sehen. Weil ich hätte schon gern den Rodania-Helm noch. Weil der ja auf jeden Fall dann hitzebeständig. Also, na, dann haben wir zumindest ein Kleidungsstück gegen die Hitze. Das wäre schon mal was. Also, es gab hier drüben... In dem Tal gab es irgendwo solche Statuen, glaube ich, grundsätzlich mal. Dann... Hier in die Richtung sehe ich eigentlich nicht solche Statuen. Zumindest nichts Passendes. Nee. Also ich sehe viele Schreine, so die sieht man halt. Noch einer, oha. Drei Schreine hier. Vier! Okay, die Wüste ist voller Schreine. Die Wüste ist voller Schreine, das ist ja sick. Nee, aber da ist nichts in der Richtung. Okay, dann porte ich mich jetzt zum Dings. So, nee, beziehungsweise porten tue ich mich gar nicht. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier noch irgendwelche Quests starten muss, kann, sollte. Aber ich glaube es fast nicht. Gourmet-Geheimnisse, nee, braucht man nicht.
Es liegt so weit oben, dass du es nicht lesen kannst. Ist das jetzt denn ihr Ernst? Okay. Na dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Jetzt würde mich aber immer noch interessieren, ist jetzt die Dings langsam mal hier? Weil das kann doch nicht sein, dass die nicht hier ist. Da ist sie! Heutzutage sagt man nur noch Futter. Das muss ich Mama erzählen. Da wird sie staunen. Da ist sie. Okay, also jetzt ist... War die jetzt im Untergrund dabei? Ich habe die nie gefunden. Oh, Leute. Hier ist auch so eine Kugel. Heißt das... Diese letzte Dings könnte auch hier oben irgendwo sein. Oh, das ist ja gar nicht gut. Oh, das ist ja gar nicht gut, wenn die Kugeln ja auch hier oben sein können. Ah, scheiße. Das ist ja gar nicht gut. Ach komm. Die anderen Kugeln sind weg. Die speichert es nicht, wenn ich die da hinlege. Weil ich mich weggeportet habe, ne? Ah ja, okay, alles klar. Dann merke ich mir jetzt erstmal den Ort der Kugeln, weil das ist dann natürlich Schwachsinn. Und wir brauchen halt eh erstmal, bevor es mit den Kugeln losgeht, brauchen wir halt erstmal die letzte Schrift. Nee. Alles nichts Spannendes hier. Okay, die hat jetzt was Gemütlicheres gefunden. Ja, das ist alles hier kein Questgelaber. Da ist der Ballon von Impa. Auch in Ordnung. Ach so. Jetzt könnte natürlich auch rein theoretisch... Ist einfach der Kopf. Jetzt könnte natürlich auch rein theoretisch hier unten die letzte Tafel sein, richtig? Aber ich wüsste jetzt nicht, also hier ging ja der Weg eigentlich gar nicht mehr weiter. Also ich glaube nicht, dass hier noch so eine Tafel versteckt ist irgendwo. Aber wir können ja mal gucken. Nee, weil jetzt bin ich ja unter dem... Hier ist nichts, was wie so eine Tafel aussieht. Nee, nee. Nee, hier ist nichts, was wie so eine Tafel aussieht. Okay, schade. Sehr schade. Ich hatte gehofft. Ich hatte kurz ein wenig gehofft. Na gut, dann weiß ich es leider noch nicht. Hey,
Aber ich will mich damit jetzt auch nicht ewig und 3 Tage befassen. Oh, guck mal, hier kann man einfach wieder klauen. Finde ich gut. Ach, das ist... Ah, der Hintereingang von dem Dings. Massageteil, okay. I see. Das ist ein leeres Haus. Hier kann man wahrscheinlich Robben leihen. Oh, Wasserfrüchte nehme ich natürlich gerne mit. Gar kein Problem. Oh, warte mal, die Statue... Die Statue mit Schwert in der Hand. Aber es sollten mehrere sein, ne? Also das glaube ich jetzt nicht, dass die damit gemeint ist. Weil der Sand hier geht eh nicht weg. Ah, wait. Die Statue mit Schwert in der Hand. Vielleicht ist dann hier der Schatz. Ich dachte jetzt, das sind große Statuen, aber ich meine... Kann natürlich auch anders sein. Jetzt lesen wir das nochmal gerade durch. Die Kämpferinnen mit Schwert in der Hand weisen den Weg zum Schatz unterm Sand. Aber unterm Sand, also da müsst ihr ja hier jetzt, müsst ihr hier Sand wegmachen können. Hier ist ja nirgends Sand. Hier ist ja nirgends Sand. Nee, ich glaube, das ist, da sind schon größere Schwertkämpferinnen gemeint. Na, guck mal, hier sind die ja auch. Ja, ja, nee, nee. Nee, 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 nee. Die kleinen Statuen da sind nicht gemeint. Das wäre ja ziemlich krass. Okay, da ist ein ganz großes Plüsch. Aber sonst ist hier auch nichts. Oha, ich kann mich einfach bedienen an Gyptos-Sachen. Alles klar. Dankeschön. Ja. Nee. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen Abflug. Hoppala. Aber jetzt können wir kurz mit Mathilda quatschen. Die dürfte jetzt ja wach. Okay, die ist nicht wach. Die schlafen alle noch. Ja, gut, dann pennt mal weiter. Oh, hier geht was. Ein Ort geben, an dem sie riesige Statuen gegenüberstehen. Ja. Oh. Diese Ruinen waren im östlichen Teil der Wüste und es gab dort halt diese großen Statuen, die sich gegenüberstehen. Mm. Okay.
Okay. Sehr kryptische Beschreibung, aber hey. Was soll's, ne? Was soll's? Okay, pass auf. Östlicher Teil ist ja sowieso hier. Also passt die Richtung eh an sich. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Aber natürlich, jetzt kommt sie erstmal raus. Und damit haben wir den unseren vierten Geist jetzt auch. Alle Geister sind vollständig, aber jetzt kriegen die Gegner noch mehr auf die Mütze als eh schon. Ja, wie finde ich das denn? Ach komm. Ich habe jetzt keine Lust auf den Krog, aber ich habe ihn registriert. So, die Statuen mit Schwert in der Hand. Ich meine, die müssten da hinten in dem Gang sein, aber wir werden es gleich rausfinden. Wer schießt denn da? Silberner Bockblind oder was? Tatsache. So, damit ist die eine Waffe jetzt weg. Machen wir die nächste auch noch weg. Oh, der hält ordentlich was aus, ne? Yo, also das ist schon eine echt coole Attacke. Da kann man nichts sagen. Sehr nice. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Okay. Was kann ich denn jetzt löschen und was nicht? Alle auswählen. Aber dann würde er ja, ja, weiß ich nicht. Ich mach mal alle die wieder raus, die so ein Ausrufezeichen haben. Und den Rest löschen wir jetzt einfach. So. Dann haben wir hier ein silbernes Bockblindhorn. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie viel... Yo, 31, Alter. Wie viel das gibt, wollte ich noch sagen. Sehr cool. So, da ist wieder der Wüstengraben. Alles klar. Mann! Ach so, hier unten könnten jetzt auch noch mehr Sachen sein, ne? In diesem Graben selbst. Aber fühle ich jetzt irgendwie nicht so. Darum zu suchen. Nein, ich gehe erstmal meinem ersten Verdacht nach.
Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich so ein Ding sehe, dass der Typ mit seinem scheiß Schild gleich wieder um die Ecke kommt. Und ich wieder erstmal Schild bauen darf. Aber der ist zum Glück nicht hier. Okay. Ich meine, mich an irgendwelche Statuen da in der Ecke zu erinnern, aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass es da hinten war. Keine Ahnung. Ich mag mich auch irren können. Ist schon ordentlich heiß gerade und es wird erst jetzt Mittag, also puh. Nicht der beste Tag zum Rumlaufen. Ach, nicht der beste Tag. Nicht die beste Zeit zum Rumlaufen. So, irgendwo hier in irgendeinem der Gänge müsste so eine Art, müssten so Statuen sein. Zumindest, wenn sie noch da sind und das sich seit Breath of the Wild nicht geändert hat. Keine Ahnung. An das hier kann ich mich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt erinnern. Oh, das sind... Aber hier komme ich auch noch nach hinten, ne? Da komme ich auch wieder hinter. Ah, jetzt wird es schwierig langsam. Wir müssen auch gucken, ob wir den Turm jetzt auslösen können. Der Turm ging ja auch noch nicht. Oh, Bruder. Aber der Turm ging halt auch so ganz ohne Erklärung einfach nicht. Das war schon sehr weird. Das wollte ich nicht aufheben. Nee, hier ist nix. Junge! Technisch alles gerade nicht so geil. Shit. Hier sind die Statuen auch nicht mehr. Okay, wir müssen erstmal was essen. Dann haben wir noch einen Hitzeschutz irgendwo. Ja, das ist nur so gefrorenes Zeug. Ah, nicht so geil. Nee, so einen richtigen Hitzeschutz haben wir nicht mehr. Ja, schade. Wir haben auch nur noch so Effektessen. Aber ich muss mich jetzt mit irgendwas heilen. Ja, komm.
Nee, das bringt gar nichts. Das hier bringt gar nichts. Ach, dumm. Na komm. Hier geht's nach hinten. Wo geht der Weg hin? Im Schatten ist schön kühl, sehr gut. Nicht dorthin, wo ich hin möchte, jedenfalls. Hier sind auch keine Statuen, ne? Nee. Boah, aber wo sind die denn gewesen? Irgendwo waren diese Statuen, ich weiß es. Die Frage ist halt am Ende, ob das die richtigen dann überhaupt sind. Aber das sei sowieso mal dahingestellt. Nein, ich hab's verdreht, jetzt passt's. Hä? Oh. Alter, dass man das nicht vernünftig sieht. Na bitte. Mein Gott, die Steuerung ist manchmal so komisch mit den Dingern. Und die Kamera vor allem. Die Kamera ist nochmal richtig weird, was das angeht. Okay, hier war nichts weiter. Schade. Jetzt werde ich gleich wieder beim Stall ankommen oder so. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, ne? Die Statuen, die ich suche. Das ist viel zu niedrig. Was ist? Ach, das ist so ein Schlitten. Ajo, ich meine, schneller bin ich damit. Warum nicht? Das klappt ja super. Ja, ich bin deutlich schneller damit. Wüste. Ja. Naja, genau da ist der Stall. Hä, wo waren denn dann diese Statue? Ich bin komplett verwirrt.
bin komplett perplex, ne? Ich habe schon wieder vergessen, was sie für Bilder wollten übrigens. Aber es macht nichts. Das ist auch irgendwie anders aufgebaut, ne? Also das war doch damals nicht so hier hinten alles. Das war doch ganz anders. Habe ich zumindest gedacht, keine Ahnung. Keine Ahnung, es ist alles so ein bisschen verschwommen erinnerungstechnisch. Aber gut, versuchen wir jetzt mal den Turm auszulösen. Das wäre noch zumindest ein Teilerfolg. Wenn das jetzt gehen würde, in irgendeiner Form. Ah, ich wollte schon sagen, darf ich da jetzt auch nicht hoch, aber doch. Hier darf ich hoch, immerhin etwas. Sehr gut. Sehr schön. Ja, solange ich hochkomme, ist alles gut. Tatatam. Oh, oha! Das geht, crazy. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, sehr schön. Sehr praktisch, dass das möglich war. Sehr, sehr praktisch. So. Wir sind gleich da. Die Musik spielt schon vom Turm. Yes. So, jetzt bin ich gespannt, ob jetzt was geht oder nicht. Ich hätte mich hinporten können, ich Volltrottel. Ich hab... Ja, wozu habe ich den eigentlich nochmal gesetzt? Ich weiß es auch nicht. Okay, ich kann ihn noch nicht auslösen. Aber vielleicht... hilft ja ein kleiner Stromschlag jetzt. Nein. Okay, das heißt jetzt aber, es ist irgendein anderes Problem, warum das nicht geht. Ah, das ist shit schlecht.
Das ist jetzt ganz schlecht. Weil wir überhaupt keinen Hinweis jetzt haben. Also hier ist ja niemand dort. Hier ist ja niemand, der mir sagt, was das Problem ist, ne? Hier ist ja niemand, der mir sagt, was das Problem ist. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie ich diesen Turm jetzt zum Laufen bekommen soll. Das ist jetzt mal äußerst merkwürdig. Sehr gut. Muss ich gestehen. Also das ist jetzt mal richtig, richtig merkwürdig. Ha. Okay, keine Ahnung. Jetzt bin ich komplett überfragt. Hier sind ja auch keine Leute, die mir helfen können dabei. Ich bin hier komplett auf mich gestellt. Hier ist niemand. Ah, das ist jetzt schlecht. Ich habe gehofft, er geht jetzt. Mensch, wer könnte mir denn da helfen bei diesem scheiß Turm? Lol, da ist einfach er wieder. Interessiert mich aber gerade herzlich wenig. Boah, ich habe keine Ahnung, wer mir da helfen könnte, ne? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt echt ärgerlich. Okay, wir wissen weder, wo die Statuen sind. Wir wissen weder, wo... Boah, das ist jetzt echt ärgerlich. Ich hatte mir das ein bisschen erfolgreicher erhofft. Muss ich gestehen. Ha. Ah, lol, der kommt da gerade raus, oder was? Ah ja, okay. Also da wäre ein Weg zum Untergrund, aber den brauchen wir jetzt nicht. Da sind... Die haben Schwerter. Die haben Schwerter. Da muss ich rein. Oh mein Gott, wir haben es gefunden. Oh mein Gott, was ein Zufall. Let's go. Was ein Zufall. Oh mein Gott, was ein Zufall. LOL. Okay, Höhle der Ostgerudo-Ruinen. Oh mein Gott. Das ist jetzt ein riesiger Zufall gewesen. Oh, ich bin nicht ganz so happy, weil es jetzt doch sehr lange gedauert hat, wie wir bei einer Stunde sind. Aber hey. Jetzt ist die Frage, wie groß sind die Höhlen? Habe ich noch Zeit dafür? Oder eher nicht mehr? Das ist jetzt die goldene Frage. Oh!
Das war knapp. Okay, das geht viel zu schnell kaputt. Also ich habe eigentlich nur diesen Raum, ne? Ah, ich schaff's gerade so rüber. Okay, sehr gut. Okay, was ist auf der Statue? Nisch. Okay, dann muss ich in die Richtung weiter. Ja, doch, okay, so geht's weiter. Ah, Elektroschleim. Scheiße. So, erstmal schnell draufhauen. So. Wo ist mein Bogen gelandet? Ist jetzt echt mein Bogen weg? Ach, komm schon. Ah, ist scheiße. Na gut. Ja, nützt mir jetzt nichts. Okay. War es nicht so ergiebig, mit dem Elektroschleim zu kämpfen? Muss ich gestehen. Aber wir sind noch auf dem richtigen Weg. Da oben kann ich rein. Ja, sieht gut aus. Yes. Der eine Grund, warum wir hier sind. Und der andere Grund ist natürlich noch der Schatz. Nicht dieser Schatz. Okay, das ist ein bisschen weird, dass es jetzt hier nicht weitergeht. Ach so, stimmt, wir haben ja noch die Richtung. Ah, scheiße. Aber ich habe jetzt hier auch nichts verpasst bisher, ne? Das sieht soweit okay aus. Da oben war ich drin.
da ging es nicht weiter. Oh, da ist mein Bogen wieder. Sehr gut. Nee, hier ist nix. Die Statue guckt halt auch so komisch, ne? Als ob man da noch irgendwas machen könnte. Aber da kannst du nichts machen. Na gut, fliegen wir mal hier längs. Aber ich glaube fast, da komme ich dann daraus, wo das Gitter ist. Ja, scheiße. Ah, das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Weil auf der anderen Seite waren wir jetzt auch schon. Also das haben wir jetzt alles gesehen. Die große Frage ist also, wo waren wir noch nicht? Wo waren wir noch nicht? Ha, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich noch nicht war. Das ist jetzt blöd. Ist das am Ende die falsche Höhle? Ist das möglich? Ist der Schatz theoretisch gar kein Geheimweg im Sand, sondern tatsächlich der Schatz ist direkt im Sand? Oh, lol. Da waren wir noch nicht. Huch. Doch, nee, da waren wir. Ich bin doof. Da war die, der Schleim. Da war der Kristall drauf gestanden. Eine Box im Sand. Das ist eine Donnerblume. Ha. Also es bleibt eigentlich nur der Gang da oben, aber da habe ich ja eigentlich gerade geguckt. Da war doch nichts anderes, oder? Oder habe ich mich da verschaut und hier ging es weiter? Geht der Weg hier irgendwohin weiter? Nee, ne? Scheiße. Der Weg geht da auch nicht weiter. Fuck! Boah, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Also das sind doch definitiv die Statuen.
Ne, das ist was nicht, das hier war's. Die Kämpferinnen mit Schwert in der Hand weisen den Weg zum Schatz unterm Sand. Alter, wie viel Viecher, wie viel Zeug ich schon immer auslöse, was ich gar nicht will. Die hat kein Schwert in der Hand. Die hat eins in der Hand und die hat eins in der Hand. Ist hier vielleicht am Ende ein Schatz im Sand einfach drin steckt oder der irgendwo drin steckt oder wie? Und es geht gar nicht um den da unten drin, also um den da drin in der Mitte. Es wäre zwar auch irgendwie komisch, aber auch möglich. Aber ich fände es schon komisch, wenn es so wäre, na, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Die hat auch ein Schwert in der Hand. Ha, aber das, also das ist schon sehr weit hergeholt, was ich da so erzähle, ne? Am logischsten wäre es halt einfach gewesen, es wäre da in dieser Höhle. Aber leider. Macht das Spiel es uns nicht ganz so einfach. Ich weiß aber halt auch nicht, was wir übersehen haben könnten. Ah, hier ist ein Krog. Hä? Ach, da drüben. Hab ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Gar kein Problem. So, immerhin ein, was klappt noch? Also wir haben sie gefunden. Ich meine schon, dass das die Statuen sind. Ich meine, das passt halt schon zu gut, ne? Aber der Schatz im Sand ist halt jetzt, kann halt alles Mögliche sein. Und normalerweise ist für mich eigentlich klar, dass ich da runter muss. So. Aber dass hier jetzt irgendwo noch extra eine Schatztruhe im Sand stecken könnte, ist halt auch nicht auszuschließen. Aber es wäre komisch. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das muss da drin sein. Das muss da drin irgendwas sein. Guck mal, hier komme ich runter. Und hier drüben ist ja aber... Aha.
nee. Wieso kann ich... Also, wieso rieselt da der Sand auch so runter? Wieso rieselt hier der Sand auch so runter? Oh, warte. Ist das zerstörbar? Schade. Aber hier kann ich zum Beispiel hoch und da drüben kann ich nicht hoch. Das ist schwer. Sehr merkwürdig alles. Aber hier geht's auch nicht weiter, ne? Nee. Also was habe ich jetzt wieder übersehen, ey? Das ist doch echt kacke. Was habe ich übersehen? Was muss ich ja übersehen haben? Irgendeinen anderen Weg, irgendeine Abzweigung, keine Ahnung. Ich finde das gerade sehr merkwürdig alles. Habe ich die Abzeigung verpasst. Das sind nur so Kristalle, die interessieren mich relativ wenig. Ah, die Sonnenblume kann man mitnehmen. Ja, lieber nicht. Wir wissen, wo das endet. Ja, nee. Nee, lass mal. Ja, jetzt sind wir schon wieder vorne. Da ist kein anderer Weg und nix. Ah, das ist doch scheiße. Ich bin sicher brutal nah dran und weiß es einfach nur nicht. Mann, was habe ich übersehen? Das hat doch... Nee, ich wollte gerade sagen, das hat bestimmt was mit der Statue, aber die Statue ist ja auch einfach nur... ein Überbleibsel von dem Rest, der oben ist. Also... Das weiß jetzt im Prinzip ja auch, dass die keine größere Bedeutung hat, als halt die Lisa. Ich weiß nicht, wo da noch was sein soll.
Bin ich ganz ehrlich, ich habe keinen Schimmer. Aus meiner Sicht habe ich die Höhle hier komplett gelootet. Und davon wäre ich auch überzeugt, wenn ich halt nicht diese Geschichte mit dem Schatz hätte. Das passt halt leider viel zu gut hier dazu. Das passt halt leider viel zu gut hier dazu. Da drüben war ich zum 5000. Mal. Dass die Kiste an dem gleichen Ort ist, das scheint mir zwar random, aber... ist okay. Aber hier ist überall nix. Jetzt kommt die Scheiß Dings wieder. Aber ja, ist gut, gebe ich dir. Das Spiel hat man schon länger nicht mehr. Aber auch hier ist nochmal so eine Statue, die zeigt hier hoch. Aber da ist ja auch nix. Wenn des Blutmonds Licht. Halt die Klappe. Also diese Statue ist halt besonders crazy wieder, ne? Also die zeigt da hoch und da ist nix. Nee, da ist halt einfach nichts. Ja, und hier ist auch nichts anderes. Ja, ich bin leider überfragt, muss ich zugeben. Ich bin leider böse überfragt. Ich hätte gerne in dem Part den Rudania-Helm noch gefunden, aber ich muss wohl passen. Hier ist kein anderer Ausgang, nix. Nee. Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich da hin muss. Was ich da anderes machen muss. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gefunden, was irgendwie passend sein könnte. Nix. Keine Ahnung. Einfach nichts gefunden. Ich weiß es nicht. Ich habe hier nichts zum Sprengen. Ich habe da nichts. Ich bin wirklich etwas überfragt. Na gut. Und auch dieser Sand geht nicht weiter runter, so ist es. Es ergibt alles keinen Sinn. Es ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Ist egal. Wir müssen uns damit jetzt erstmal zufrieden geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.